und herzlich willkommen zurück zu Kapitel 3 der Funktionalanalysis. Wir hatten letztes Mal aufgehört mit dem Beweis der Hölder-Ungleichung, der ja doch ein wenig mehr Zeit in Anspruch genommen hat. Ich möchte das kurz einmal wiederholen, damit man wieder im Video drin ist. Die Hölder-Ungleichung sagte sinngemäß aus, wenn wir zwei Zahlen haben in 1 unendlich, die zueinander konjugiert sind, ein f in LP, ein g in LQ, dann ist das Produkt sicher eine geschwungene L1-Funktion. Und die Norm von dem Produkt f mal g gemessen in L1 ist auf jeden Fall kleiner gleich als das Produkt der beiden Normen LP und LQ von f und g. Das war die Aussage der Hölder-Ungleichung. Und die Hölder-Ungleichung werden wir jetzt auch direkt mal anwenden. Denn wie im letzten Video angekündigt, werden wir uns mit der Minkowski-Ungleichung beschäftigen. Und die Minkowski-Ungleichung hat so eine sehr ähnliche strukturelle Form wie die Dreiecksungleichung. Dazu bewegen wir uns einmal durch den Beweis durch. Da hatten wir beim letzten Mal aufgehört. Geben uns ein bisschen mehr Space. Und machen einfach mal mit dem Satz 3, was ist das? 5 weiter. Genau. So. Wie formulieren wir den Satz 3.5? Die sogenannte Minkowski-Ungleichung. Jetzt brauchen wir keine konjugierten Exponenten tatsächlich, sondern wir brauchen im Wesentlichen ein p. Denn wir wollen jetzt eine Abschätzung für die Summe, also für die Norm von f plus g haben. Und die werden wir jetzt auch bekommen. Also wir nehmen uns ein p, das kann zwischen 1 und unendlich liegen. Das unendlich darf auch wieder dazukommen. Dann folgt sofort lp von Omega q. Omega μ ist ein Vektorraum. Das werden wir nicht beweisen müssen, weil das ist klar. Weil die entsprechenden Integrale über Omega stiften sofort Linearformen. Das ist aus der Analysis bekannt. Und dass das Ding ein Vektorraum ist, das liegt im Wesentlichen daran, dass Omega Teil eines Maßraums ist. Das müsste man streng genommen nochmal nachrechnen. Das ist aber tatsächlich sehr langweilig. Und das ist auch relativ klar. Den Beweis kann man halt mal nachlesen oder halt selber nachführen. Das ist nicht die Hauptaussage. Wichtig ist dieses und für. Das soll gelten. Und für fg in geschwungen lp von so einem Omega μ gilt. Und jetzt kommt die wichtige Abschätzung, beziehungsweise die wichtige Ungleichung, die wir erst einmal ausschreiben wollen und dann halt nochmal wieder in Kurzform bringen. Das Integral über Omega. Jetzt kommt der Betrag von f plus g hoch p, dem μ. Ja, und das Ganze hoch 1 durch p. Das ist kleiner gleich. Und jetzt kommt halt das, was man erwarten könnte. Man nimmt einmal die Norm von f und addiert die Norm von g. Und das meine ich halt mit struktureller Ähnlichkeit zur Dreiecksungleichung, weil die Dreiecksungleichung, die macht ja im Prinzip Folgendes, die sagt Betrag x plus y, das ist immer kleiner gleich Betrag x plus Betrag y, in einer sehr primitiven Form sozusagen. Ja, und hier steht im Wesentlichen nichts anderes, weil wenn ich das jetzt auf die Norm übertrage, dann steht hier die Norm f plus g in der LP-Norm, das ist kleiner gleich als die Norm f in der LP-Norm plus die Norm g in der LP-Norm. Und das Ding kriegt jetzt eine Nummer, das ist Gleichung 3.4. Ja, und auch das ist jetzt quasi ein Satz, den wir einmal beweisen müssen. Auch wenn der zum Anfang relativ offensichtlich aussieht. Das Ding ist halt, wir werden uns nicht mit dem Vektorraum aufhalten, da habe ich ja gerade schon gesagt. Das Ding ist halt, man muss jetzt halt wieder so ein paar Fälle wegdiskutieren. Nämlich dieser Fall unendlich ist wieder so eine Problematik. Der Fall p gleich 1 ist relativ trivial. Und dann muss man den Rest relativ sauber abschätzen. Das werden wir uns jetzt ganz in Ruhe angucken und uns da ganz in Ruhe durchhangeln. Also, Beweis. Den Beweis habe ich in 3 Schritte unterteilt wieder. Das ist irgendwie so standardmäßig. Man könnte den auch in 4 Schritte unterteilen und würde nicht wesentlich Struktur verlieren. Also der erste Schritt, um das kurz vorweg zu sagen, der beschäftigt sich jetzt damit, diese Fälle p gleich 1 und p gleich unendlich rauszuziehen. Dann im zweiten Schritt betrachten wir halt so wieder so eine konvexe Funktion, so wie wir es gerade schon gemacht haben, um erstmal zu legitimieren, dass die Summe von zwei LP-Funktionen wieder in LP liegt. Das muss man sich ja auch einmal überlegen. Und im dritten Schritt zeigen wir dann die Ungleichung relativ direkt, aber man muss da tatsächlich ein bisschen erstmal Voraussetzungen schaffen, um die Hölder-Ungleichung anwenden zu können. Das ist so der wesentliche Trick.
den wir gleich verwenden werden. Also fangen wir mit dem ersten Schritt an. Das erscheint mir ganz sinnvoll. Und zwar der erste Schritt sagt P gleich 1. Für P gleich 1, was steht da? Da steht die Dreiecksungleichung für Integrale auf Omega. Die gilt trivialerweise, also das ist eine Anwendung der Dreiecksungleichung für Integrale. Da brauchen wir nichts machen, weil das beweist man mal irgendwann in der Anna 1, 2, je nachdem, wann man Integralrechnung in der Detailtiefe macht. Spätestens macht man das sowieso in der Anna 3, weil man macht es für Lebesgue-Integrale einfach normal. Lebesgue-Integrale stiften über einem normalen Maßraum auch eine Linearform, das ist auch ein Vektorraum. Das ist alles relativer Standard. P gleich unendlich ist ein bisschen interessanter, da können wir uns aber auch sofort auf eine Nummer zurückziehen, und zwar hatten wir hier oben im Beweis ein Sternchen. Ich gehe nochmal kurz zurück. Und zwar hatten wir diese Abschätzung hier. Nämlich den Betrag Phi angewendet auf T, das ist kleiner gleich als die Norm von Phi in L unendlich. Wenn wir jetzt natürlich P gleich unendlich haben, dann ist es natürlich klar, dass wir dieses Sternchen anwenden. Das heißt, der Betrag von Phi von T ist immer kleiner gleich als die Norm von L unendlich. Ja, und damit hat man natürlich sofort die Ungleichung unten. In ganz harmonischer Art und Weise. Das heißt, dies folgt sofort aus Sternchen in vorigem Beweis. Das ist auf den ersten Blick vielleicht auch nicht ganz klar, aber wenn das hier halt in L unendlich liegt, dann kann ich die Wirkung von F plus G von T abschätzen durch die L unendlich Norm. Jetzt kann ich die Wirkung von F plus G aber natürlich durch die Dreiecksungleichung auseinanderziehen, weil da steht ja dann nur ein Betrag bzw. ein Maximum. Das kann ich tun. Und dann habe ich hier unten sofort diese Wirkungen stehen, die ich dann wieder nach der obigen Ungleichung durch die jeweiligen L-Unendlich-Normen abschätzen kann. Und dann ergibt sich 3, 4 sofort. Das muss man sich einmal aufschreiben. Da passiert aber tatsächlich nichts Dramatisches. Das wäre also der erste Schritt, der einfach diese beiden Extremfälle wieder ausschließt. Und jetzt für den zweiten und dritten Schritt setzen wir halt voraus, dass diese Extremfälle nicht mehr auftreten, weil die haben wir jetzt ja abgefrühstückt. Das heißt, da brauchen wir uns nicht mehr mit beschäftigen. Das heißt, nun sei 1... kleiner p, kleiner als unendlich. So, was tun wir jetzt? Wir betrachten jetzt eine Funktion, die jetzt auch erstmal wieder vom Himmel fällt, die aber super einfach gebaut ist. Wir betrachten einfach t, wird abgebildet auf t hoch p. Das Ding ist natürlich konvex konvex auf 0 unendlich. Das ist ja einfach ein Polynom auf 0 unendlich positiv und streng monoton, weil das p ist größer als 1. Das heißt, es kommt nicht die winkelhalbierende vor, aber zum Beispiel eben t Quadrat, t hoch 3 und so weiter und so fort. Natürlich aber auch sowas wie t hoch 3 halbe, also da können auch Wurzelfunktionen drin sein. Aber die Konvexität bleibt erhalten, weil das Ding ist größer als 1. Das kann man allgemein nachrechnen. Und das ist konvex auf 0 unendlich, wobei das unendlich kann man dazu nehmen, muss man nicht. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen, weil das macht definitiv nichts kaputt. Was heißt jetzt, diese Funktion ist konvex? Das heißt, wir können damit Folgendes tun. Wir können sagen a plus b halbe hoch p, das ist kleiner gleich als 1 halb mal a hoch p plus b hoch p. Das ist die Konvexität dieser Funktion ausgenutzt. Natürlich nur für a, b größer 0, weil nur da ist die Funktion konvex. A, b größer 0, das werden wir gleich sehen, wird uns aber reichen. Denn was steht hier jetzt im Prinzip? Hier steht im Prinzip Folgendes. Wenn f und g in lp sind, in geschwungen lp von Omega μ, dann sind die Normen ja positiv bzw. 0. 0 ist nicht der Fall, der uns interessiert. Aber dann setzt man einfach a gleich die Norm von f und b gleich die Norm von g. Dann folgt aus dieser Ungleichung, dass f plus g in der Norm wieder kleiner als unendlich ist und damit f g auch in lp von Omega μ ist. Das ist der einzige Grund, warum man jetzt hier über diese Konvexitätsgeschichte rumeiert, damit man einfach erstmal sagen kann, dass diese Aussage, die Minkowski-Ungleichung liefert, überhaupt wohl definiert ist, damit die Summe von zwei LP-Funktionen auch wieder LP ist. Das ist etwas, was irgendwie total anschaulich ist, was man nur natürlich einmal beweisen muss. Das wäre dann hiermit getan. Und jetzt können wir uns darauf beschränken oder damit beschäftigen, diese Ungleichung, die dahinter steckt, auch wirklich zu zeigen. Das heißt, der dritte Schritt, den wir jetzt noch zu tun haben, ist, diese Ungleichung zu zeigen. Und wir werden sehen, der dritte Schritt ist jetzt auch tatsächlich der längste und ein wenig enervierende, gerade vom Schreiben her, weil da kommt wieder sehr viel vor. Wir nehmen uns jetzt also f und g in geschwungen lp
von unserem Maßraum Omega bezüglich des Maßes μ. Dann gilt zunächst, das können wir sofort schreiben, das Integral über Omega, Betrag f plus g hoch p, dem μ. Wir lassen jetzt dieses hoch 1 durch p erstmal wieder weg, weil das wird die Notation noch mehr überfrachten. Das müssen wir gleich mit der Hölder-Ungleichung irgendwie wegdiskutieren. Das ist erstmal nichts anderes als das Integral über Omega. Und jetzt machen wir so einen kleinen Bauerntrick. Wir ziehen einfach einen Faktor raus. Das heißt, wir haben hier dann nur noch hoch p minus 1 dem μ. Das ist nach Potenzgesetzen völlig unproblematisch. Hier können wir jetzt aber die Dreiecksungleichung für den Betrag anwenden. Das heißt, das ist kleiner gleich als das Integral Omega, Betrag f plus g hoch p minus 1 dem μ plus Integral Omega, Betrag g mal Betrag f plus g hoch p minus 1 dem μ. Das ist eine einfache Anwendung der Dreiecksungleichung. Und das können wir jetzt tatsächlich anwenden. So, und jetzt wollen wir darauf die Hölder-Ungleichung schmeißen. Die Hölder-Ungleichung verlangt jetzt nach konjugierten Exponenten. So, und diese Voraussetzung der konjugierten Exponenten, die züchten wir uns jetzt quasi künstlich herbei. Wir setzen nämlich einfach, oder wir fordern, dass Folgendes gilt. Wir fordern, dass p minus 1 mal q gleich p sein soll. Was sehr, sehr schnell eben auf 1 durch p plus 1 durch q gleich 1 führt. Kann man sofort ausrechnen. Wenn man hier nur durch dieses p minus 1 teilt, dann hat man hier q gleich p durch p minus 1, dann nimmt man den Kehrwert davon, dann kriegt man genau das raus, was man haben möchte. Also das ist quasi die Forderung nach konjugierten Zahlen. Und dass so ein Ding halt existiert, liegt halt daran, dass unser Grundkörper ein Körper ist. Damit folgt aus der Hölderschen Ungleichung, das heißt, es ergibt auch durchaus Sinn, zunächst die Hölder-Ungleichung zu besprechen und dann die Minkowski. Man kann das auch umdrehen. Dann werden die Beweise aber noch technischer. Weil dann kann ich jetzt hier nicht die Hölder-Ungleichung draufballern, sondern muss mir halt irgendwie was anderes überlegen. Was folgt jetzt aus der Hölder-Ungleichung? Naja, ich nehme mir das Integral von Omega, Betrag f plus g hoch p, also das, was ich quasi oben schon hingeschrieben habe. Das habe ich jetzt hier oben schon abgeschätzt durch diese Summe. Und jetzt kann ich auf jeden dieser Summanden die Hölder-Ungleichung anwenden. Und das sieht dann so aus. Das ist kleiner gleich. Einmal das Integral Omega, Betrag f hoch p dm hoch 1 durch p, also die LP-Norm von f, ja, mal Integral Omega, Betrag f plus g hoch p minus 1 mal q, weil ja die Exponenten so konjugiert sind. Und das Ganze dm hoch 1 durch q. Da muss man sich jetzt einmal nochmal die Hölder-Ungleichung angucken, werden wir kurz tun. Denn die sagt ja Folgendes. Wir haben hier eine Funktion, die soll in L1 sein, weil die zugehörigen Zahlen konjugiert sind. Und dann kann ich die Norm in der L1-Norm abschätzen durch die ursprünglichen Normen. So, und jetzt habe ich mir hier unten quasi den Fall konstruiert, dass ich mir künstlich diese konjugierten Zahlen erschaffen habe quasi. Und dann ballere ich hier die Hölder-Ungleichung drauf. Weil mit diesen konjugierten Exponenten ist das hier quasi eine L1-Funktion in Anführungsstrichen, weil wenn das konjugiert umschreibe, dann passt das. Und dann kann ich hier auf jeden dieser Summanden, der hier drin steht, die Hölder-Ungleichung so anwenden, dass ich einfach sage, okay, das ist kleiner als die zugehörigen Normen, als das Produkt der zugehörigen Normen. Und das mache ich natürlich jetzt auch noch für den zweiten Summanden. Das heißt, hier kommt noch was drauf. Und hier kommt drauf das Integral Omega. Ja, jetzt Betrag g hoch p dm dat hoch 1 durch p. Und was dann hinten dran kommt, ist nochmal das Integral Omega, jetzt halt über Betrag f plus g, wieder hoch p minus 1 mal q, weil wir haben ja diese künstlich konjugierten, in diesem Fall wirklich Exponenten, dm, und jetzt muss ich ein bisschen quetschen, weil da kommt noch ein 1 durch q oben hin. Das wollte ich vermeiden. 1 durch q. So, das ist jetzt ein bisschen monströs. Was kann man damit tun? Erstmal kann man die Seite ein bisschen erweitern. Was kann man tun? Man kann hier hinten diesen zweiten Faktor ausklammern. Und das hier vorne kann man in die Norm umschreiben. Das heißt, das ist gleich die Norm f in der LP-Norm plus die Norm g in der LP-Norm.
Ja, mal dieses Integral Omega. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Betrag f plus g hoch p minus 1 q. D mü. Ach Quatsch, nicht hoch p minus 1 q. Oder? Habe ich das falsch abgeschrieben? Nö, da muss ein hoch p hin. Und das hoch 1 durch q. Weil dieses p minus 1 mal q, das könnten wir jetzt auch wieder hinschreiben, aber das haben wir als p gesetzt. Das heißt, das können wir einfach wieder als p schreiben. So, damit haben wir unsere Situation auf den ersten Blick erstmal höllisch verkompliziert. Was können wir jetzt aber machen? Wir können sagen, okay, wir nehmen einfach mal den Fall an, dass die Norm von f plus g in der LP-Norm nicht 0 ist. Weil wenn die Norm 0 wäre, dann wäre die Aussage ja sowieso klar. Weil dann wären halt 0 kleiner gleich irgendwelche Betragsnormen multipliziert und da muss dann auch 0 rauskommen. Das ist klar. Das heißt, für den Fall, dass die Norm von f plus g in LP ungleich 0 ist, können wir durch diesen zweiten Faktor hier hinten dividieren. Und das tun wir jetzt auch. Also für Norm f plus g in der LP-Norm ungleich 0 folgt hier raus. Ja, und da können wir jetzt eben diese Division durchführen. Und dann steht da plötzlich Folgendes. Das Integral Omega, Betrag f plus g hoch p d mü, quasi hoch 1, das wird jetzt geteilt durch das Integral mü, Betrag f plus g hoch p d mü, aber das Ganze ja hoch 1 durch q. Und das ist jetzt kleiner gleich als, da brauchen wir jetzt keine Klammer mehr, das ist kleiner gleich als die Norm f in der LP-Norm plus die Norm g in der LP-Norm. Das hier vorne, das können wir jetzt nach den Potenzgesetzen mal ein bisschen zusammenfriemeln. Das ist nämlich einfach das Integral μ Betrag f plus g hoch p d μ. Ja, hoch 1 minus 1 durch q. Da steckt jetzt kein sonderlicher Trick hinter, das ist einfach nur Anwenden der elementaren Potenzgesetze. So, und jetzt müssen wir das 1 minus 1 durch q mal ein wenig aufbrechen. Da machen wir mal eine kurze Nebenrechnung zu. Was wissen wir denn? Wir wissen p minus 1 mal q, das haben wir so gesetzt, dass das p ist. Dann haben wir natürlich sofort, weil p und q dann natürlich auch eben größer als 1 sind und kleiner als unendlich, haben wir q gleich p durch p minus 1. Das heißt, wir können uns 1 minus 1 durch q sofort hinschreiben, nämlich als 1 minus p minus 1 durch p. Das ist aber nichts anderes als 1 minus ja, p durch p minus 1 durch p. Das heißt, das ist nichts anderes als 1 durch p. Ja, und mit dieser Nebenrechnung, da haben wir dann natürlich hier sofort, das ist äquivalent zu Integral Omega, Betrag f plus g hoch p d mü und das Ganze hoch 1 durch p. Das ist kleiner gleich als Norm f, lp plus Norm g, lp. Aber das, was hier steht, das ist ja gerade die Norm von f plus g in der lp-Norm. Ja, und damit folgt Formel 3,4. Und daraus folgt dann selbstverständlich die Behauptung. Das heißt, hiermit haben wir die Minkowski-Ungleichung ebenfalls bewiesen. Den Beweis finde ich ein bisschen schöner noch, weil der benutzt halt einen eleganten Trick, nämlich die Hölder-Ungleichung. Und danach ist das ein bisschen elementares Rechnen. Das ist also tatsächlich ein recht schönes Ding. Wir gehen nochmal ganz kurz darauf ein, warum wir hier annehmen können, dass das nicht 0 ist. Weil was passiert, wenn es 0 ist? Dann steht hier eine 0 und das ist ein Betrag, also das ist eine Norm. Das heißt, Norm ist kleiner gleich irgendeine Summe von Normen. Die sind auch jeweils 0. Ja, und eine Summe ist 0 genau dann, wenn alle Summen 0 sind, wenn alle Summen positiv sind, mindestens mal. Das heißt, der Fall, dass das hier 0 ist, ist quasi trivial und dementsprechend brauchen wir den nicht gesondert betrachten. Gut, ein bisschen Blätter rascheln im Walde. Das wäre nämlich die Minkowski-Ungleichung. Gut. Jetzt wollen wir weitermachen
Wir wollen nämlich jetzt langsam darauf zusteuern, was passiert mit den Groß-LP-Räumen im Vergleich zu den geschwungenen LP-Räumen. Und wir hatten in Kapitel 1 ja auf jeden Fall schon bewiesen, dass diese, oder wir haben zumindest gesagt, dass es sich beweisen lässt, dass diese LP-Normen wirklich Normen sind. So, jetzt ist es allerdings so, dass auf diesen geschwungenen LP-Räumen diese LP-Dinger eigentlich gar keine Normen induzieren. Und wenn man die Beweise von Hölder und Minkowski-Ungleichung durchsieht, wir haben auch nirgendwo die Normeigenschaften benutzt. Sondern wir haben höchstens mal benutzt, dass der Betrag eine Norm stiftet. Das ist aber natürlich klar. Und zwar liegt das daran, dass die LP-Normen auf den geschwungenen LP-Räumen nur Halbnormen induzieren. Und damit wir jetzt überhaupt wissen, was eine Halbnorm ist, definieren wir uns das jetzt. Also Definition, das ist jetzt 3,6. Das ist der Begriff der Halbnorm. Und dafür nehmen wir uns den Vektorraum V über K. Das K soll jetzt in unserem Fall hier einfach wieder reell oder komplex sein, das ist uns wurscht. Und dann ist eine Halbnorm im Wesentlichen eine Abbildung P, ja, von dem Vektorraum in die Menge aller reellen Zahlen inklusive 0, die positiv sind. Das bezeichne ich einfach hiermit. Das ist im Skript einmal kurz in Mengenschreibweise aufgenommen, das ist aber wenig spannend. Ja, genau, heißt Halbnorm. Zack. Falls gilt. Ja, das Ding muss jetzt halt zwei Eigenschaften erfüllen. Und danach diskutieren wir mal ganz kurz den Unterschied zur Norm. Also H1, P von Lambda x, das soll Betrag Lambda mal P von x sein, für alle x aus V und Lambda aus K. Das kennen wir. Weil genau so haben wir es in der Norm hingeschrieben. Das ist quasi diese positive Homogenität oder diese absolute Homogenität, wie auch immer man das nennen möchte, dass man einfach skalar im Betrag rausziehen kann. Das kennen wir auch von der Norm. Das heißt, hier ist kein Unterschied. Jetzt kommt der erste Unterschied so ein bisschen. Wir wollen Sublinearität. Die entspricht quasi der Dreiecksumgleichung. P von x plus y soll kleiner gleich p von x plus p von y sein. Das ist einfach nur die Dreiecksumgleichung quasi hingeschrieben. Jetzt in diesem neuen Begriffsbild. Was fehlt, das ist essentiell, das ist die Definitheit. Das heißt, wir sagen zum einen nicht, dass diese Norm, ja doch, das sagen wir schon, weil positiv sollte sie schon sein, sonst wäre es Blödsinn. Entschuldigung. Wir sagen halt nicht, dass die Norm nur 0 wird, wenn der Vektor drin ist 0. Und das ist der Unterschied, den wir jetzt gleich sehen werden, weil im LP-Raum, im geschwungenen LP-Raum, kann diese no Halbnorm 0 werden, auch wenn die Funktion selber nicht die Nullfunktion ist, sondern nur fast überall die Nullfunktion. Und da kriegen wir schon so einen kleinen Eindruck, was jetzt der normale LP-Raum wird. Da müssen wir irgendwie diese Nullfunktion wegdiskutieren. Und das werden wir jetzt in den folgenden Schritten machen. Bevor wir das machen, halten wir noch ein ganz kurzes Lemma fest, der diesen Zusammenhang zwischen Halbnorm und dem geschwungenen LP-Raum einmal fixiert. Das werden wir aber nicht beweisen, weil der Beweis ist wirklich simpel. Den kann man, wir sehen es nicht, sich ziemlich schnell alleine überlegen. Ich werde gleich kurz zwei, drei Stichpunkte sagen, was da essentiell ist. Was machen wir? Wir nehmen uns 1 kleiner gleich p kleiner als unendlich. Da darf unendlich jetzt auch dabei sein. Und wir nehmen LP von Omega μ. Dann ist die erste Aussage, dass die LP-Norm auf geschwungen LP Omega μ ist eine Halbnorm. Ja, das folgt einfach durch Nachrechnen dieser beiden Eigenschaften. Das ist nicht so weiter schwierig. Man kann auch sogar zeigen, dass es nicht eine Norm ist, weil es eben die Definitheit verletzt. Da bastelt man sich sowas wie eine Dirichlet-Funktion, wendet die auf die LP-Norm an und dann kriegt man das raus, was ich gerade gesagt habe. Was wir allerdings auch haben, also ferner, das ist eigentlich klar nach Definition, LP ist größer gleich 0. Und jetzt kommt was Wichtiges. Es gilt. Das hilft nämlich dabei, so ein Gegenbeispiel für oben zu konstruieren. Ja, die Norm von f in dieser LP-Halbnorm jetzt ist gleich 0. Daraus folgt f von t gleich 0 fast überall. Und das Ganze gilt für alle f
aus dem geschwungen LP von Omega Mu. Das heißt, hier kriegt man so einen Eindruck, was man tun muss, um ein Gegenbeispiel für die Definitheit zu konstruieren. Man sucht sich eine Funktion, die fast überall 0 ist, und dann hat man die in der halben Norm gleich 0. Aber, und das ist der Knackpunkt, die Funktion selber ist nicht 0 und das verstößt gegen die Definitheit. Und da werden wir jetzt auch gleich ein Beispiel sehen. Am Ende. Ja, noch ein bisschen hin, aber man kriegt's. Man kriegt's raus. Habe ich da noch irgendwas zum Beweis stehen? Nee, der Beweis ist halt elementar auf Maßtheorie abgestimmt. Da ist nichts Großes drin. Man nimmt halt an, okay, wenn die LP-Norm 0 ist, dann ist das Integral hoch 1 durch P 0, dann ist das Integral aber selber 0 und daraus folgt f gleich 0 fast überall bezüglich μ. Da hat man sofort da stehen. Also das ist tatsächlich wirklich ein Straightforward-Lemma. Da braucht man nur den Anhang oder irgendwie eine kleine Einführung zur Maßtheorie lesen und man hat sofort alle Anwendungsfälle davon drin. Daraus kriegt man noch ganz schnell am Rande eine Folgerung, die aber jetzt gleich essentiell ist für die Definition. Deshalb kann man die ruhig mal rausstellen. Und zwar der Kern dieser LP-Halbnorm, das ist unabhängig von dem P, also unabhängig vom Wert von P, immer der Raum der Nullfunktion. Das heißt, das steht hier quasi genau drin. Wenn das Ding 0 ist, das ist quasi die Eigenschaft des Kerns, ne? Die Abbildung oder der Kern der Abbildung ist ja gerade alle Elemente, die auf 0 abbilden. Das ist hier offensichtlich dieser Term. Ja, das sind gerade die Nullfunktionen und Nullfunktionen sind gerade die Funktionen, die fast überall 0 sind. Das heißt, der Kern, wie schreibe ich das jetzt am besten? Also der Kern n von Norm LP, machen wir es mal so, das ist jetzt ein normales n sozusagen. Das ist immer gleich der Raum der Nullfunktionen. Und den definieren wir tatsächlich nochmal ein bisschen präziser, weil der hängt nämlich natürlich ab, welchen Maßraum, welche Sigma-Algebra und welches μ wir benutzen. Und wenn wir das festlegen, dann können wir den definieren. Na, machen wir es hier. Den können wir den definieren als alle Abbildungen f von Omega in den Körper. Für die gilt f von t gleich 0, μ fast überall. Das gilt immer. Ne? Und das n steht quasi für den Kern. Und das ist der Raum der Nullfunktionen. Damit das hier auch einmal steht. So. Und jetzt werden wir ein wenig algebraischer. Denn jetzt wollen wir quasi diese Nullfunktion anschaulich gesehen aus unserem Raum rausnehmen. Und das machen wir, indem wir einen sogenannten Quotientenraum einrichten. Also, jetzt kommt so ein bisschen Prosatext, den ich aber nicht großartig anschreiben will. Also, wir nehmen uns vor einen halbnormierten Raum. Und diesen halbnormierten Raum, den nennen wir einfach mal E und statten den mit der Halbnorm aus. Bezüglich E. Und jetzt wollen wir zu diesem halbnormierten Raum einen normierten Raum assoziieren. Also Ziel, assoziiere normierten Raum zu E. Und das machen wir jetzt sehr algebraisch. Wir definieren eine Äquivalenzrelation. Und über diese Äquivalenzrelation definieren wir Äquivalenzklassen. Und diese Äquivalenzklassen dividieren wir raus, anschaulich gesehen. Und das machen wir jetzt wie folgt. Wir nehmen uns den Kern dieser Abbildung. Also Weg, nenne ich es jetzt einfach mal. Also Weg zum Ziel, können wir vielleicht sagen. Wir nehmen uns den Kern n. Das sollen jetzt alle x aus e sein, die bezüglich dieser Normabbildung e eben auf 0 geschmissen werden. Das ist jetzt aber nur eine Halbnorm, das heißt, das ist nicht nur 0. Das ist also eine echte Teilmenge von E, zu der nicht nur E, der Nullvektor gehören muss. Jetzt wissen wir aber sofort, das ist ein Kern. Und Kerne sind Unterräume von Vektorräumen, auch bezüglich so einer Halbnorm. Das ist uns ja egal, das ist ein Kern von irgendeiner mindestens mal sublinearen Abbildung. Also N ist offensichtlich ein Unterraum von E. Kann man auch ganz leicht nachrechnen, weil der Nullvektor muss natürlich drin liegen. Wenn zwei Vektoren drin liegen, liegt die Summe drin, weil die Summe ist immer noch 0 und jedes multiplikative Vielfache, das können wir ausziehen nach der Homogenität H1, ist auch wieder ein Element von n. Also das ist tatsächlich nicht schwierig nachzuweisen. Und jetzt definieren wir eine Äquivalenzrelation.
Also wir definieren eine Äquivalenzrelation durch folgende Eigenschaft. Und zwar sagen wir, x steht in Relation zu y genau dann, wenn x minus y im Kern liegt. Ja, und das können wir jetzt natürlich sofort mit der Eigenschaft des Kerns umfummeln. Das ist natürlich genau dann der Fall, wenn die Norm von x minus y ja bezüglich der Halbnorm 0 ist. So. Das ist tatsächlich eine Äquivalenzrelation. Das wollen wir uns kurz überlegen. Also, Reflexivität, die sollte offensichtlich sein. Wenn x in Relation zu x steht, Norm x minus x ist die Norm des Nullvektors, die ist weiterhin 0, alles tutti. Passt. Symmetrie, ja, ist auch nicht schwierig zu sehen, weil die Halbnorm erhält ja immer noch diese positive, erhält ja immer noch die, was ist das, Homogenität. Das heißt, Norm x minus ye, das ist Betrag minus 1, Norm y minus xe. Ja, und damit hat man es. Weil wenn das 0 ist, ist das 0 und dann hat man genau die Symmetrie. Dreiecksungleichung bzw. Die Transitivität. Ja, da muss man sich jetzt im Wesentlichen nur die Bedingungen genau hinschreiben. Wir nehmen uns x in Relation zu y in Relation zu z für x, y, z aus e. Und dann können wir hinschreiben, okay, die Norm x minus ze, das ist gleich die Norm x minus y, geklammert, wenn man möchte, plus die Norm y minus z. Man macht also hier eine Nulladdition über das y in der e-Norm. Jetzt wissen wir, das Ding ist sublinear, erfüllt also die Dreiecksungleichung. Das ist Norm x minus ye plus Norm y minus ze. Das ist 0, weil x in Relation zu y steht. Das ist 0, weil y in Relation zu z steht. Und dann haben wir hier sowas wie Norm oder Halbnorm kleiner gleich 0. Und daraus folgt natürlich, dass Norm x minus z in der Halbnorm gleich 0 sein muss, weil das Ding ist immer noch positiv. Das heißt, auch die Transitivität stimmt. Das heißt, das ist tatsächlich eine Äquivalenzrelation. Das haben wir uns jetzt an dieser Stelle kurz überlegt. Ja, und dann haben wir hier quasi den großen Block fertig. Und jetzt können wir uns die Äquivalenzklassen dieser Äquivalenzrelation angucken. Und da werden wir feststellen, die Äquivalenzklassen sind gerade affine Unterräume. Und zwar folgende Art und Weise. Wir definieren uns jetzt quasi hier so ein x-Schlange als Äquivalenzklasse von x. Das sollen also gerade alle y aus e sein, sodass x in Relation zu y steht. Oder y in Relation zu x. Wir haben ja Äquivalenzrelationen. Das heißt, wir können das beliebig permutieren. Und das sind jetzt natürlich gerade alle x plus irgendein Vektor aus n, also plus die Menge n. Und das ist definiert als, wir nehmen uns irgendwie die Menge aller Vektoren x plus n, sodass n im Kern liegt. Na, das heißt, bis auf die Vektoren, die im Kern liegen, ist es uns egal, was das x tut. Und das kann man sich grafisch schön veranschaulichen, das werden wir gleich tun. Aber vorher möchte ich noch kurz sagen, was das quasi bedeutet. Das sind also affine Unterräume, haben wir gerade schon festgestellt. Und diese affinen Unterräume gehen quasi in Richtung von n. Das nur mal so plakativ gesagt. Und jetzt möchte man quasi auf dem Raum der Äquivalenzklassen eine Addition und eine Skalarmultiplikation definieren. Und der daraus resultierende Vektorraum, den bezeichnen wir als Quotientenraum. Bevor wir das tun, die angekündigte Skizze. Damit dieses in Richtung n vielleicht einmal plakativ ist. Also wir wollen auf jeden Fall anfangen, wir haben irgendwie unseren Raum E. So, der Raum E, der hat irgendwo den Nullpunkt. Beziehungsweise, ja doch, das ist eigentlich... Ne, da müsste ein n sein, wir wollen ja den Nullraum, also hier den Kern haben. Das heißt, wir haben hier den Kern. Und hier ist die 0. Das ist ja die Eigenschaft des Kerns, weil das ist ein Unterraum, da muss die 0 drin liegen. Und jetzt nehmen wir uns quasi ein x aus e. Ich mache das mal kurz farbig. Und dieses x aus e, das geht irgendwo hin. Und jetzt addiere ich auf dieses x alle Vektoren, die in n sind. Dann kriege ich hier so eine parallele Gerade raus. Die sollte im Idealfall quasi ein bisschen gerader sein, aber man kann, glaube ich, erkennen. Und das Ding hier, das ist x plus n.
Und das x plus n, das ist quasi die Äquivalenzklasse von x. Das heißt, das ist einfach nur parallel. Und was wir jetzt sehen können, ist, wir kriegen hier quasi einen wohldefinierten Abstand drauf definiert. Ich weiß nur noch nicht, in welcher Farbe. Und zwar können wir hier das Lot zwischen den beiden, das sieht man ja so überhaupt nicht. Da nehmen wir mal eine andere Farbe. Irgendwie hellblau. Jo. Da können wir hier das Lot zwischen diesen beiden Geraden fällen. So, so. Und das bezeichnen wir mit D. Und dieses D, das soll die Norm der Äquivalenzklasse sein. Und das ist ein wohldefiniertes Abstandsmaß. Und somit können wir dadurch eine wohldefinierte Norm auf diesem Äquivalenzklassenraum einführen. Und das rechtfertigt dann quasi diesen Quotientenraum überhaupt zu betrachten. Weil das ist quasi das, was der wichtige Schritt ist, hin zu den LP-Räumen. So, und dafür müssen wir uns jetzt nur noch überlegen, wie wir quasi auf diesen Äquivalenzklassen die Operationen einführen. Das schreiben wir jetzt aber einfach hin. Und zwar machen wir das wie folgt. Wir wollen jetzt eine Skalarmultiplikation und eine Addition, damit wir das Ganze in eine Vektorraumstruktur drödeln können. Das heißt, wir nehmen uns einfach mal zwei Äquivalenzklassen. Ja, und addieren die schlicht. Und wir nehmen uns mal eine Äquivalenzklasse und ein Skalar. Und dann ordnen wir der einfach diese Äquivalenzklasse zu. Und das x und y, das soll aus dem Raum E kommen. Und das Alpha natürlich ein Skalar sein. Jetzt müsste man streng genommen diese Operationen natürlich noch darauf überprüfen, dass die wohl definiert sind. Das heißt, dass die Restklassen bzw. die Äquivalenzklassen hinterher rauskommen, nicht von der Wahl des Vertreters abhängen. Das ist aber in diesem Fall wirklich offensichtlich richtig. Beziehungsweise, wenn man es nachweist, dann ist es echt absolut trivial. Weil wenn ich jetzt hier statt x ein anderes x' nehme, dann muss ich nur quasi das x' in Abhängigkeit von x in diesen gleichen Raum drücken. Und dann habe ich sofort die Unabhängigkeit vom Vertreter. Das heißt, das ist wirklich nichts Problematisches zu tun. Und jetzt erhalten wir quasi einen Vektorraum. Also das heißt, die Äquivalenzklassen zusammen mit diesen neu eingeführten Operationen plus und mal bilden einen Vektorraum. Das ist das, was jetzt hier quasi hintersteckt. Und den Vektorraum, den nennen wir jetzt Quotientenraum. Und den bezeichnen wir passenderweise mit E über N oder modulo N. Das heißt E, und wir unterscheiden alle Objekte E bezüglich der Äquivalenzklasse. Das heißt bis auf die Nullfunktion, also bis auf den Kern. Joa, und auf E hoch N oder auf E modulo N, da führen wir jetzt eine Norm ein. Und zwar führen wir die Norm genauso ein, wie wir es hier in der Skizze gemacht haben. Wir nehmen einfach das Lot, wenn man sich geometrisch vorstellt. Das ist ein wohldefiniertes Abstandsmaß, das wirklich eine Normeigenschaft erfüllt. Und das heißt, wir können einfach sagen, auf En definieren wir die Norm folgendermaßen. Ja, die Norm von x Schlange, also von der Äquivalenzklasse, die definieren wir jetzt einfach als Norm eines Vertreters. Weil davon ist es nicht abhängig. Weil wir sehen hier vorne in der Skizze sofort, ich kann hier beliebigen Vertreter rauswählen. Dieses Lot ist immer gleich, weil das affine Unterräume sind. Das heißt, das ist wohl definiert. Und insbesondere jetzt wirklich eine Norm, weil die Norm ist jetzt wirklich nur noch 0, wenn ich den Nullvektor reinschmeiße. Weil dieses Abstandsmaß ist natürlich nur 0, wenn ich quasi mich nicht verschiebe. Und das ist tatsächlich eine Norm. Und das ist der wichtige Unterschied. Und damit können wir jetzt die LP-Räume definieren. Bevor wir das machen, sagen wir noch kurz, wie wir En nennen wollen. Dieses E modulo N zusammen mit der Norm. Ist jetzt sehr schwammig unterschieden, aber das ist jetzt quasi die Norm, die wir jetzt hier eingeführt haben. Das heißt jetzt der zu E, das ist jetzt noch eine Halbnorm gewesen, assoziierte normierte Raum. Das heißt, mit diesen Äquivalenzrelationen-Überlegungen haben wir es tatsächlich geschafft, zu diesem halb normierten Raum einen assoziierten normierten Raum hinzubekommen. Und man sieht, man kann die gleiche Abbildung verwenden,
Dadurch, dass ich hier den Kern rausdividiere, wird es zu einer Norm und hier bleibt es eine Halbnorm, weil der Kern noch drin ist. Und das ist der Trick an der ganzen Geschichte. Und mit dem Hintergrundwissen, da können wir jetzt tatsächlich die LP-Räume definieren. Und mit der Definition der LP-Räume machen wir dann noch einen zweiten Cut und schieben den Rest in ein drittes Video. Aber dann haben wir jetzt hier einen schönen harmonischen Abschluss. Und das ist die Definition 3.9. Das sind jetzt tatsächlich die LP-Räume. Also sei 1 kleiner gleich p, kleiner gleich unendlich. Und wir nehmen uns den geschwungenen LP-Raum, LP Omega Sigma μ, mal in voller Schönheit, und assoziieren dazu die Halbnorm LP bezüglich dieses Raumes. Ja, und dann assoziieren wir dazu den Raum Groß LP von Omega Sigma μ. Und das machen wir jetzt folgendermaßen. Wir nehmen einfach den geschwungenen LP-Raum und dividieren den Raum der Nullfunktion Omega Sigma μ raus. Und dann ist dieses Groß LP ist der zu kleinen LP oder zu geschwungenen LP assoziierte normierte Raum. Wir haben übrigens komplett vergessen, die Nummern mitzuziehen. Das möchte ich jetzt auch nicht nachholen. Aber das hier, das wäre Nummer 311. Man kann die Nummern aber natürlich im Skript nachgucken. Das ist halt nur, wesentliche Schritte wurden nochmal nummeriert. Also in Worten, der LP-Raum, der Groß-LP-Raum, besteht aus Äquivalenzklassen fast überall gleicher und messbarer Funktionen. Das ist ein unglaublich abstraktes Konzept. Aber das abstrakte Konzept lässt sich wunderbar in den geometrischen Raum einbetten, wenn man nämlich das gerade so wie oben betrachtet. Man kann also quasi eine Funktion, wenn das hier eine Funktion, eine Nullfunktion ist, dann kann ich eine beliebige Funktion nehmen aus E und kann die um diese Nullfunktion erweitern, also die Nullfunktion addieren und ich bekomme die gleiche Äquivalenzklasse raus. Und das ist halt der Trick oder der große Vorteil an den Groß-LP-Räumen. Man nimmt halt einfach nur Äquivalenzklassen an. Das heißt, es ist uns egal, um mal ein kleines Beispiel zu geben. Es ist uns egal, ob wir folgende Situation haben. Wir haben quasi hier eine Funktion, die konstant 1 ist. Das ist der klassische Fall. Die sind aber in der Äquivalenzklasse nicht unterscheidbar von zum Beispiel dieser Funktion. Weil hier haben wir nur eine Nullfunktion draufgepackt. Ne, die halt an einer Stelle den Wert um 1 nach unten korrigiert. Die beiden Dinger, wenn man das jetzt mal ganz, wenn man so möchte, wenn man das mal ganz klassisch wie in der linearen Algebra aufschreiben möchte mit Vertretern und Äquivalenzklassen, dann ist die Äquivalenzklasse von F, auch wenn wir da jetzt, na gut, wir hatten der einen Namen gegeben, dann bleiben wir doch dabei. Dann ist die Äquivalenzklasse von F, also das F-Schlange, das ist gleich G-Schlange. Und die Nullfunktion, die dahinter steckt, die kann man sogar explizit angeben. Ich nenne die jetzt einfach mal n von x. Das ist einfach 0 für x ungleich 0 und minus 1 für x gleich 0. Und mit dieser Darstellung, dann können wir f schreiben oder g können wir schreiben als f plus n. Und dann haben wir hier genau diese Darstellung. Das ist ein Element des Kerns und das ist ein Element des Funktionenraums. Und dann haben wir hier genau diese Darstellung. Ist zum Beispiel ein Konzept, was man auch bei solchen Themen wie Laplace-Transformation, Eindeutigkeit der inversen Laplace-Transformation sehr gut gebrauchen kann. Wenn man dann noch Stetigkeit fordert, dann kann man sogar zeigen, dass diese Funktion hier bei der Laplace-Transformation 0 ist. Und so ähnliche Sachen kann man halt in allgemeinen Funktionenräumen tun. Das ist halt schon mal eine direkte Anwendung. Und mit einigen Eigenschaften dieses LP-Raums werden wir uns dann im nächsten Video beschäftigen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Und insbesondere wollen wir im nächsten Video noch eine Charakterisierung vornehmen für den Groß-L-Unendlich-Raum. Und das ist so das große Ziel, das ich noch habe fürs nächste Mal. Und damit sage ich für dieses Mal erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war ein wenig lehrreich und unterhaltsam zugleich. Fragen, Anmerkungen, Kommentare jeder Art, wie immer in die Kommentare unten. Ich bin da froh über jede Anmerkung und über jeden Fehler vor allen Dingen, weil ich bin mir sicher, dass da der ein oder andere Fehler drin ist. Ich bin ja nicht unfehlbar. Und in diesem Sinne sage ich mal, bis zum nächsten FA-Video und damit tschüss.